Einen wunderschönen guten Abend. Jetzt noch einmal an dieser Stelle zum Beginn unseres Männerwochenendes hier auf der La Hue. Begrüße euch ganz, ganz herzlich. Es ist uns wirklich eine Freude, an diesem Wochenende euch hier in unserer Mitte zu haben. Rund 80 Männer, die hier zusammen sind zum Start für dieses Männerwochenende. Herzlich willkommen. Heute Abend natürlich auch ein herzliches Willkommen an die, die mit uns über den Livestream verbunden sind. Heute Abend sind die ja mit dabei und wir begrüßen also alle, die irgendwie an welchem Ort auch immer diesen Abend mitverfolgen. Wir werden natürlich heute Abend erst einmal ein bisschen ankommen wollen und müssen unserem Männerwochenende und dann aber auch zum ersten Thema heute Abend zusammen sein, der Anker der Hoffnung. Was gehört dazu zu so einem Männerwochenende? Natürlich auch, dass wir miteinander singen und wir beginnen mit einem Lied, das wir alle miteinander kennen. Jesus Christus herrscht als König. Sie kriegen es an die Leinwand projiziert. Wir können es aus dem grünen Liederbuch nehmen. Da ist die Nummer 28. Wie auch immer, wir wollen gerne mit diesem Lied ein erstes Signal setzen, um wen es geht. Um Jesus Christus, unseren Herrn. Wir besingen ihn mit diesen 4 Strophen. Damit können wir schon ganz wichtige Menschen begrüßen, nämlich eine Personengruppe, die uns hilft, diese Tagung zu gestalten. Einmal herzliches Dankeschön an Angelika Link für alles, was die Technik betrifft. Wir begrüßen dich als Frau in unserer Mitte. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wir begrüßen, ich sage immer so etwas, ich hoffe, das klingt nicht so lob, die Primbrüder. Vielen Dank für euren musikalischen Dienst. Das ist uns ein ganz großes Geschenk, diese schöne Selbstverständlichkeit. Herzliches Dankeschön an euch. Danke. Und damit bin ich in meiner Aufgabe schon mittendrin. Meine Aufgabe heute Abend ist, Sie und euch ein bisschen mit, ich bleibe jetzt bei euch mit hineinzunehmen in dieses Wochenende, was wir hier so geplant haben. Und wir haben zum einen ja ein sehr, sehr schönes Thema unter der Überschrift hoffnungsvoll und diesem Leitwort aus dem 1. Timotheusbrief, 1. Kapitel, 1. Vers. Jesus Christus ist unsere Hoffnung und ich hoffe sehr,
dass, wenn man wieder auseinandergeht am Sonntagmittag, das angekommen ist, was uns in Jesus Christus als Hoffnungsgut, als Hoffnungsinhalt, als Hoffnungsgrund geschenkt ist und wir motiviert durch ihn eben dann auch unseren Weg der Nachfolge weitergehen können. Wie haben wir uns das Ganze gedacht? Heute Abend, klar, ein Ankommen, eine Einführung, ein Miteinander singen und beten, das ist ganz klar. Der morgige Tag ist bestimmt davon und auch die jeweiligen Morgenden, dass wir uns um 8 Uhr zum Morgenlob hier im kleinen Saal treffen wollen. Paul Reinle wird in bewährter Weise das für uns durchführen. Also eine ganz herzliche Einladung, morgens um 8 Uhr hier zusammen zu sein, um zu singen und vor allem auch um eben zu beten. Ab 8.15 Uhr, wie gesagt, unser Frühstück dann drüben. Und dann haben wir morgen als besonderen Gast in unserer Mitte Dr. Hartmut Schmid. Wir hoffen und freuen uns sehr auf ihn, der uns dann 2 Themen hier mitbringen wird. Hoffnung schöpfen aus Gottes bisherigem Handeln und Hoffnung schöpfen aus Gottes Verheißungen. So seine beiden Themen morgen Vormittag und morgen Abend in den Bibelarbeiten. Zu unserem Männerwochenende gehört ja immer auch, dass wir so einen Seminarcharakter mit hineinnehmen wollen, ein Thema, was uns wichtig zu sein scheint, was wir gerne transportieren wollen, mit euch teilen wollen. Und dazu gehört morgen Nachmittag das Seminar mit Rainer Wörz unter Überschrift Untertan der Obrigkeit. Echt? Fragezeichen. Und damit sind wir mittendrin in einer Thematik, die auch gerade durch die letzten Monate und Jahre immer wieder neu uns auf den Tisch gelegt worden ist. Wie sieht es eigentlich aus? Wo ist die Aufgabe dieses Untertanseins? Wo ist aber auch dann die Grenze des Untertanseins? Was bedeutet das für uns heute in der Kultur, in der wir unterwegs sind und in der wir glauben wollen, in der wir aber auch diese Aufforderung ernst nehmen wollen? Also das Seminar morgen Nachmittag mit Rainer Wörz. Samstag, klar. Männertag. Männertag bedeutet, dass wir umziehen aus dem kleinen Saal in den vorderen Teil des großen Saals, damit wir die mit dazu bitten können, die eben sich auch noch mal nur in Anführungszeichen für den Samstag angemeldet haben. Und der Samstag ist bestimmt durch die beiden Bibelarbeiten von Professor Dr. Hans-Joachim Eckstein mit diesen beiden schönen Formulierungen: Männer begreifen in Anführungszeichen die Auferstehung Jesu und dann die Hoffnung auf die Auferstehung ergreift die Männer. Und diese beiden Aspekte der Verschränkung, wir freuen uns auf seinen Dienst in unserer Mitte und sind sehr froh, dass er uns für diesen Männertag zugesagt hat. Ja, wir haben dann in der Mittagszeit einen besonderen Blick in die Weltmission mit einem internationalen christlichen Flugdienst. Jörg Schowalder, Daniel Meyer-Gerber. Jörg, wo steckst du? Da hinten, ganz, ganz hinten. Also ihr könnt schon mal Probe fragen, dann wisst ihr schon mal bestens Bescheid, wenn er uns dann Mission Aviation Fellowship vorstellen wird. Und das gehört zu der Mittagsprogramm. Und dann gehen wir am Nachmittag in die 3 Abteilungen hinein, Seminare, die uns angeboten werden. Und am Samstagabend nach dem Männertag haben wir dann noch hier eine Abendandacht mit einer Abendmahlsfeier. Etwas, was uns im Rahmen unseres Männerwochenendes immer ein besonderes Geschenk und auch ein besonderes Anliegen ist, dass wir miteinander Zeit haben, in die Gegenwart unseres Gottes zu gehen und an dieser Gemeinschaft in den Zeichen von Brot und Wein zusammen sein zu können. Dass wir am Sonntag Gottesdienst feiern, ist klar. Dass alles am Sonntag eine Stunde früher stattfindet, dafür kann ich nichts. Das ist eben tatsächlich dann auch der Beginn der Sommerzeit. Die Nacht ist kurz, aber das schadet ja auch dann nicht. Wir starten dann in den Sonntag mit Morgenlob und Gottesdienst und schließen mit Mittagessen dann unser Männerwochenende ab. So ganz grob einmal ein Gefühl für das, was wir miteinander an diesen Tagen vorhaben. Was läuft nebenbei auf der Höhe, damit ihr wisst, auf was ihr euch einzustellen habt, was ihr natürlich mitkriegen werdet? Wir haben in dieser Woche unsere sogenannte T-Group-Woche. Seit letzten Sonntag bis Samstagmittag sind die Teenager hier mit uns im Haus. Sie sind ein Stockwerk tiefer in den Gruppenräumen, schlafen dort auch, essen dort und gehen dann immer tagsüber unterschiedlichen Tätigkeiten nach, von Schule zu Ausbildung, zu Arbeitsplatz, was auch immer, aber sind eben nachmittags und abends dann hier und teilen so miteinander ein Stück Leben. Die sind bis Samstagvormittag hier. Das hört man, das kriegt man mit,
das ist ganz klar. Das riecht man auch manches Mal, je nachdem, welches Menü unten gerade produziert wird. Also, wenn ihr wisst, das hat alles seine gute Ordnung. Am Samstag haben wir ab 17 Uhr noch eine größere Familienfeier, ein Familienfest hier. Das kriegt man auch mit. Das wird ab 17 Uhr unmittelbar nach dem Männertag dann starten. So gut 100 Leute, die noch dazukommen. Und ein kurzer Austausch von denen, die dann wieder gehen und denen, die da kommen. Das wird interessant. Aber dieses Crossing, das kriegen wir irgendwie richtig gut hin. Das bekommt man am Samstag Nachmittag und Abend natürlich auch ein bisschen mit. So, das sind unsere Einführungen, die wichtig waren, damit ihr euch wohlfühlen könnt. Jetzt ist es so, ganz, ganz viele von euch, die kennen ja dieses Haus und die La Höhe und alles, was dazu gehört, gut bis sehr gut. Ein paar haben ausgesetzt, so 1, 2, 3 Jahre. Weiß nicht, was ihr da gemacht habt, aber gut, ist so. Jetzt seid ihr wieder da, das ist schön und wir können miteinander dieses Wochenende haben. Und natürlich wollen wir dieses Wochenende einfach auch wirklich dafür nutzen, dass wir natürlich Zeit haben zu singen, zu beten, auszutauschen, auch Zeit zu haben, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das ist eine richtig gute Chance. Wir haben das schon in früheren Jahren so gesehen. Nur durch die ganzen Welten der Corona-Erfahrung ist uns das noch bewusster geworden, was für ein Schatz das ist, wenn man nicht nur im digitalen Universum unterwegs ist, sondern wenn man auch wirklich ganz leibhaftig zusammen ist und Zeit hat und miteinander ein Stück Zeit und Gemeinschaft teilen kann. Und ich mache euch wirklich Mut dazu, dafür diese Tage und diese Stunden auch zu nutzen. Und dazu zählt immer meine kleine schöne Aufgabe, ich mache das gerne, einen kleinen ersten Anstupser zu geben, der Rest läuft dann ohne mich, nämlich zu dieser Aufgabe euch zu stellen. Viele von euch kennen sich gut, bis sehr gut, manche kennen sich gar nicht und niemand kennt alle. Und unsere erste schöne Aufgabe ist zu sagen, ich drehe mich mal um und schau mal, welches Gesicht kenne ich nicht. Ja? Nicht, dass ich schon kenne, sondern welches Gesicht kenne ich nicht. Eure Chance, mindestens einen netten Menschen mal zu begrüßen. Ihr habt so 2, 3 Minuten Zeit. Irgendwann hole ich euch wieder zurück. Eure Chance zum Kennenlernen. Bitte schön. Thank you.
Gut, ich wage mal die Unterbrechung. Das klingt sehr, sehr gut. Das klingt sehr, sehr hoffnungsvoll. Und ich meine das auch tatsächlich ziemlich ernst, wenn ich sage, diese angefangenen Gesprächsfäden kurz ruhen lassen und nach dem Abendprogramm wieder aufnehmen. Das ist mein Tipp, mein Rat. Also einfach nicht zu den Akten legen, sondern nachher wieder, wo waren wir stehen geblieben, bevor der uns da vorne unterbrochen hat. Und dann kannst du in die nächste Runde wieder reingehen. Sehr, sehr schön. Ist ein echter Schatz. Absolut. Komm, wir singen weiter. Schönster Herr Jesu, Herrscher aller Enden, Gottes- und Mariensohn, an die Leinwand projiziert oder eben Lied Nummer 29. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wenn wir das singen, dann bringen wir damit zum Ausdruck, dass du für uns in jeder Hinsicht das Allerwichtigste, der Allerwichtigste bist. Du bist der, mit dem wir das riesengroße Thema der Liebe verknüpfen. Deine Liebe ist es, die uns erreicht hat und auf die wir uns gründen dürfen, immer und immer wieder. Mit dir verbinden wir das Geschenk des Glaubens, dass wir in diese Vertrauensbeziehung hineingerufen worden sind, dass du in unser Leben hineingetreten bist, dass wir
in diesem Vertrauen zu dir Tag für Tag unterwegs sein dürfen. Und nicht nur Liebe und Glaube verbindet sich mit dir, sondern eben auch Hoffnung. Diese Erwartung der Zukunft ist mit einer Person verbunden, mit dir, Herr Jesus. Und so ist unsere ganz große Bitte und auch unsere Erwartung, dass du an diesem Wochenende zum Zug kommst. Du weißt, wo wir herkommen, du kennst unsere Geschichte, unsere Prägung, du weißt, was uns gerade bewegt, was uns froh macht und was uns niederdrückt, was uns motiviert und was uns wie zäh anhängt. Du kennst unsere Ängste, unsere Sorgen, das ganze Set. Jetzt gibst du uns dieses verlängerte Wochenende, wir sind hier. Wir wollen dir begegnen, wir wollen dir die Ehre geben, wir wollen von dir Worte aufnehmen in unser Leben. Wir wollen einander wahrnehmen, einander einen Dienst tun und bitten dich einfach für diese Zeit, dass du bewahrend, segnend, redend, heilend hier in unserer Mitte bist. Du bist unser wunderbarer Gott. Wir ehren dich, Herr Jesus, in unserer Mitte. Wir beten dich an. Amen. Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich stehe. Wir wollen die drei Strophen noch miteinander singen. Lied Nummer 372. Heute Abend ist meine Aufgabe, euch mit hineinzunehmen, das Thema dieser Tage. Jesus Christus ist unsere Hoffnung. Und die Überschrift für diesen Abend ist dieser Satz aus dem Hebräerbrief, der Anker der Hoffnung. Und ich möchte gerne einige Verse aus dem Hebräerbrief lesen, aus dem 6. Kapitel. Und zwar möchte ich gerne einsteigen ab Vers 11. Der uns unbekannte Autor des Hebräerbriefes schreibt, wir wünschen, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab,
schwor er bei sich selbst, da er bei keinem Größeren schwören konnte, und sprach: Wahrlich, ich will dich segnen und mehren. Und so wartete Abraham in Geduld und erlangte die Verheißung. Die Menschen schwören ja bei einem Größeren, als sie selbst sind, und der Eid dient ihnen zur Bekräftigung und macht aller Widerrede ein Ende. Darum hat Gott, als er den Erben die Verheißung noch kräftiger beweisen wollte, dass sein Ratschluss nicht wankt, sich noch mit einem Eid verbirgt. So sollten wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der auch hineinreicht bis in das Innere hinter den Vorhang. Da hinein ist der Vorläufer für uns gegangen, Jesus, der ein hoher Priester geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Das ist schon was Eigenartiges mit der Hoffnung. Diese Begrifflichkeit von der Hoffnung ist so schillernd. Auf der einen Seite ist Hoffnung unglaublich diffus. Man kann sie gar nicht greifen. Sie scheint oftmals auch nicht sinnvoll zu sein. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und auf der anderen Seite gibt es nichts Gewisseres und Festes als eine in Christus uns gegründete Hoffnung. Auf der einen Seite ist sie so nebulös und man weiß gar nicht, wie man damit umgehen kann. Und auf der anderen Seite ist sie felsenfest. Mit diesem Begriff von der Hoffnung, das ist so was Schillerndes. Und deswegen ist dieser Begriff für uns auch ganz wichtig, ihn einzuführen in diesen Tagen, ihn wieder festzumachen, ihn auch zu füllen mit dem, was die Bibel mit Hoffnung verbindet. Wir sind also, um das gleich natürlich fast selbstredend, aber doch am Anfang bewusst zu sagen, nicht in meinen allgemeinen Hoffnungen, die ich so habe. Hoffnung, dass alles besser wird. Hoffnung, dass nichts passiert. Hoffnung, dass es nett verläuft. Hoffentlich wird es schön. Und wie man das allen immer so im normalen Sprachgebrauch sagt. Sondern alles, was in diesem Wochenende läuft, läuft ja unter der Überschrift der Hoffnungsbegriff, den die Bibel uns gibt. Und wenn die Bibel uns einen Hoffnungsbegriff gibt, und das tut sie ja, siehe zum Beispiel hier Hebräer 6, dann ist es mit einer Person verbunden. Und diese Person, die dafür einsteht, ist der lebendige Gott, sehr deutlich in Hebräer 6, oder eben sehr spezifisch benannt mit Jesus Christus, unserem Herrn. Hoffnung ist nicht etwas, was nur als Randthema unseres christlichen Glaubens eben ab und zu mal aufkommt, sondern Hoffnung ist Kernbestand von uns als Christen. Denn, das ist ja hochinteressant, wenn man so ein paar Jahre und Jahrzehnte mit Jesus Christus auf dem Buckel hat, dass man eigentlich je länger, desto klarer erkennt, dass die entscheidenden Dinge unseres christlichen Glaubens ja auf Hoffnung zurzeit gegründet sind. Auf Hoffnung gegründet. Ich möchte wesentliche Bibelstellen, nur ein, zwei, drei wesentliche Bibelstellen zur Erinnerung dazu benennen. Die eine Bibelstelle, die findet sich im Römerbrief, im Kapitel 8. Im Kapitel 8, Vers 34 und 35 kriegen wir einen ersten Eindruck, was das heißt, das mit der Hoffnung bei uns Christen. Dort heißt es nämlich, wir sind gerettet. Ein ganz elementarer Satz von uns. Männer, die an Jesus Christus glauben, die ihre Rettung, ihre letzte, ihre endgültige, ihre ewige Rettung geschenkt bekommen haben. Das haben wir. Das ist nicht nur etwas, was uns ein Wunsch ist, sondern das ist eine Tatsache. Wir sind gerettet, schreibt Paulus. Aber die weitaus meisten von euch wissen, wie der Satz weitergeht. Wir sind gerettet auf Hoffnung. Und da merken wir schon diese Spannung. Denn es heißt, die Hoffnung, die man sieht, ist ja nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Dann muss ich ja nicht mehr hoffen, dann ist es ja da. Also allein in der Nennung des Wortes Hoffnung steht ein noch nicht schon einfach im Raum. Und deswegen heißt es weiter, wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Und allein in diesen beiden Versen steht schon das ganze Thema eigentlich da. Römerbrief,
Wir sind gerettet. Ein Indikativ, der ist gesetzt, der ist ein Faktum. Auf Hoffnung. Es steht noch aus, dass das sichtbar wird, dass wir gerettet sind. Und wir warten darauf in Geduld. Und wir wissen miteinander, wann das offenbar werden wird. Nämlich dann, wenn wir in seiner Gegenwart dieses Hoffnungsgut als erfüllt für uns sehen, wahrnehmen und erleben. Jetzt noch ist es auf Hoffnung. Wenn wir da weitergehen im Gedankengang, dann landet man im ähnlichen Zusammenhang im Galaterbrief des Apostels Paulus in Kapitel 5, Vers 5. Dort kann er ebenfalls das formulieren und sagen, wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Gerechtigkeit, ein Gut, was uns jetzt schon geschenkt ist in Jesus Christus, ganz eindeutig, ein ganz wesentlicher Grundbegriff, gerade des Römerbriefs. Wir sind aus Glauben, durch Gnade, gerecht von dem lebendigen Gott. Und jetzt sagt aber Paulus hier, wir warten im Geist, im Heiligen Geist, durch den Glauben, der uns geschenkt ist, auf die Gerechtigkeit, die wir ja schon haben. Gleichzeitig warten wir aber auf sie. Und wir werden auf sie warten und auf sie hoffen, denn sie wird in ähnlicher Weise, wie wir es jetzt im Römerbrief gelesen haben, erst offenbar werden, wenn wir in seiner Gegenwart stehen. Am deutlichsten kommt das natürlich zum Tragen, um mal die dritte Bibelstelle euch zu nennen, im Hebräerbrief in dem berühmten 11. Kapitel, dem Kapitel des Glaubens. Und da landen wir ja in Hebräer 11, Vers 1 in dieser berühmten Definition dessen, was Glaube bedeutet. Und viele von uns kennen das nach der klassischen Luther-Übersetzung. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht, dass man hofft auf das, was man nicht sieht. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und wiederum merken wir, da steht das Hoffnungsgut ganz entscheidend mit drin. Und wenn man darüber nachdenkt, entdeckt man manchmal erst, dass eigentlich alles unseres Lebens, alles unseres geistlichen Lebens darauf gegründet ist, auf diese Hoffnungsperspektive. Alle entscheidenden Dinge des Glaubens, alle entscheidenden Güter unseres Glaubens, alle Beziehungsinhalte unseres Glaubens sind uns zurzeit gegeben auf Hoffnung. In allen Dingen warten wir darauf, dass es offenbar wird. Es muss offenbar werden, dass wir Kinder Gottes sind. 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Wenn wir ihn sehen werden, wie er ist, dann wird das offenbar werden. Es muss offenbar werden, dass wir Gerechtigkeit in Christus haben, wenn wir in seiner Gegenwart sind. Es muss offenbar werden, dass eine neue Leiblichkeit uns geschenkt ist, wenn wir bei ihm sind. Es ist alles, absolut alles uns gegeben auf Hoffnung. Und spätestens da entdeckt man natürlich, dass das Thema der Hoffnung keine Randfrage ist. Ach ja, ich hoffe auch ein bisschen was. Sondern das Entscheidende unseres Glaubens ist, dass wir auf Hoffnung leben. Denn noch, 2. Korinther 4, sind wir darauf ausgerichtet, auf das Nicht-Sichtbare. Das Sichtbare, das ist vergänglich, das ist zeitlich. Das noch Nicht-Sichtbare, das ist ewig, das bleibt. Aber selbst wenn man das jetzt sich bewusst macht, merkt man sofort, was der eigentliche Spannungsbogen darstellt, den wir als Christen zu leisten haben. Nämlich, dass uns ein Gut anvertraut ist, eine Beziehung geschenkt ist, eine Person sich mit unserem Leben verbunden hat, eine Art und Weise und einer Dimension, wie es keine andere Person in diesem Universum jemals tun würde, und gleichzeitig für unser irdisches Leben das Ganze nur in Anführungszeichen auf Hoffnung geschieht. Der geringste Anteil unseres geistlichen Lebens jetzt in dieser irdischen Phase ist der Teil der Erfüllung. Die absolute Majorität unseres Lebens besteht in einem noch nicht sehen und warten in Geduld. Diese Gewichtung muss einem bewusst gemacht werden. Der weitaus größte Teil unseres Lebens besteht im Warten in Geduld und nicht im erfahrenen Sehen und Erleben. Wenn man diese Gewichtung nicht erkennt,
dann kommt man ganz schnell mit seinem Erlebensraum in eine echte Diskrepanz. Denn sind wir doch nachvollziehbar, wir können sie austauschen. Unsere normale Biografie, so wie wir vor uns hinleben, gibt jetzt nicht so unglaublich viel her. Wir kratzen so ein bisschen unsere Jesus-Beispiele zusammen und unsere Erfahrungen und unsere... Ist auch alles im Rahmen natürlich, nicht klein machen, aber ist doch alles überschaubar. Ich will da jeden Tag mit Jesus leben und die Bibel lesen und nachfolgen, so Schrittchen tun. Dann gehen wir da ein paar Jahre und Jahrzehnte unseren Weg. Aber das Entscheidende, das können wir nicht liefern. Das Entscheidende können wir nicht liefern. Das Entscheidende können wir weder uns noch anderen zeigen. Wir können Jesus nicht zeigen. Wir können ihn nicht demonstrieren als den König, der zu Rechten des Vaters sitzt. Wir können nicht demonstrieren, dass ich Kindschaft habe, dass der Heilige Geist in mir wohnt, dass ich in den Himmel gehen werde, dass mir alle meine Schuld vergeben ist, dass ich Gerechtigkeit habe, dass die Ewigkeit, Punkt, Punkt, Punkt. Ich kann es alles nicht zeigen. Das alles ist das entscheidende, große, dicke Hoffnungsgut, auf das ich warte in Geduld. Das heißt, der Hauptcharakter christlichen Lebens heute ist nicht die Erfüllung und das Sehen und das Warten und das Hoffen auf das Nichtsehende in Geduld. Das ergibt natürlich einen anderen Geschmack. Einen ganz anderen Geschmack für normale, durchschnittliche Jesus-Nachfolge. Und die muss natürlich präzisiert werden. Das muss ich gelehrt bekommen. Ich muss gelehrt bekommen, das ist ja mit ein Grund, dieses Wochenendes neu daran erinnert zu werden. Ich muss gelehrt bekommen, dass die Hauptprägung meines Lebens, das ich jetzt zu leben habe, im noch nicht sehen und im Warten in Hoffnung besteht. Das sind wir nicht die Ersten. Seit 2000 Jahren mussten immer wieder Jesus-Leute das lernen. Männer und Frauen, die zum Glauben gekommen sind, die natürlich erst einmal von ihrer normalen innerweltlichen Denke anders ausgerichtet waren. Die andere grundsätzliche Ausrichtung, mit der wir durchs Leben laufen, ist, wir erwarten, dass das Ganze passiert. Manches dauert ein bisschen, aber irgendwann ist dann da. Und dann sehe ich das, und dann freue ich mich dran und dann kann ich damit leben. Ich hoffe, ich kann ein Haus bauen. So, und jetzt kriege ich einen Bauplatz, bin schon mal einen Schritt weiter, ich habe Geld zusammengekratzt, Kredit aufgenommen und versteht ihr? Und dann geht das Ganze und dann sehe ich, wie meine Hoffnung sich erfüllt. So, das ist unser normales Denken. Und jetzt kommt der christliche Glaube und sagt, tu das, aber rechne nicht damit, dass es in diesem Leben passiert. Das muss man ja erst einmal verstehen. Das muss man begreifen. Und man darf die kleinen Hoffnungserfüllungsgüter mit großer Dankbarkeit als kleine Appetithappen mit integrieren. Aber davon werde ich doch nicht satt. Der Hauptteil meines Lebens steht noch aus. Und so habe ich zu leben, damit es ein gesundes Leben bleibt auf Hoffnung. Und jetzt sind wir mittendrin im Hebräerbrief. Denn das haben die damals ja in gleicher Weise erlebt und erleben müssen. Dass sie losgelaufen sind mit Jesus und der Hebräerbriefautor sagt ja, die sind wirklich, hatten einen guten Lauf, die haben einen guten Lauf hingelegt, die sind gut gestartet, absolut. Und jetzt sind sie aber ins Trudeln gekommen. Der Hebräerbrief spricht ja Christen an, die Verschleißerscheinungen haben. Christen spricht er an, die wirklich auch langsamer geworden sind, die hängen geblieben sind, bei denen die Luft raus ist, die nicht mehr können, die müde geworden sind, die nachlassen. Ach, Worte ähnlicher Charakter könnt ihr da jetzt anfügen. Wie kam es dazu? Hat man sie am Anfang vielleicht falsch gelehrt? Das muss gar nicht sein. Hatten sie vielleicht falsche Erwartungen? Das kann sein. Es kann sein, dass sie gedacht haben, sie kriegen doch mehr zu sehen in ihrem irdischen Leben, als es tatsächlich war. Es kann auch sein, dass sie nicht damit gerechnet haben, wie ewig lang das dauert. Das ist ein Riesenunterschied. Das wissen wir doch alle miteinander. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich da mal eben so einen Sprint vor mir habe, 100 Meter, oder ob ich mich aufgestellt habe für einen Marathon. Und wenn ich meinen Marathon wie einen 100-Meter-Sprint angegangen bin, dann geht das schief.
dann hänge ich halt nach wenigen hundert Metern, egal wie konditioniert ich bin, eben tatsächlich plötzlich fest. Ich kriege das so nicht hin, ich kann das nicht stemmen. Das Ding muss anders gelebt werden. Ich brauche eine andere Kondition. Und der Hebräerbrief will den Christen wieder in Erinnerung bringen, dass sie zu einem Marathon angetreten sind. Zu einem Marathon, der darin besteht, festzubleiben an Jesus, im Ausharren, im Hoffen, ohne mehrheitlich irgendetwas zu sehen. Tja, am allerbesten wäre natürlich jetzt, wir hätten dafür ein Beispiel. Und jetzt kommt der Hebräerbriefautor und sagt, ja, da möchte ich euch an den erinnern, der natürlich uns immer in den Sinn kommt. Weil er quasi ein Modell, ein wunderbares Modell ist für das, was Glaube, neutestamentlicher Glaube in gleicher Weise wie alttestamentlicher Glaube ausmacht. Und er stellt vor uns zum 2798. Mal Abraham hin. Ist jetzt nichts Neues für uns. Und doch eigenartig, immer wieder, wenn diese Gestalt für uns auftritt, vor unserem inneren geistlichen Auge auftritt, muss man sagen, ja, ist schon ein gutes Beispiel. Echt ein gutes Beispiel. Und wir stellen uns mit hinein, obwohl das eine ganz andere Nummer ist, eine komplett andere Liga ist, das wissen wir. Abraham läuft auf einer Sonderliga, ganz klar. Aber die Grundprinzipien kann man ja runterbrechen, bis wir bei uns in unserem Dorfebene angekommen sind. Und dann sehen wir ihn vor uns, diesen Mann, der mit seinen 75 Jahren vom Glauben erfüllt wurde und auf den Gott eigentlich eingelassen hat, der sich ihm vorgestellt hat, der ihn gerufen hat und mit seiner Frau und seinem Neffen tatsächlich auf den Verheißungen gründend sich in Bewegung gesetzt hat. Und eine der ganz zentralen Verheißungen war, ja, diese Verheißung, dass er zahlreich und viel werden wollte. Das war bei einem Mann mit 75 Jahren schon eine echte Herausforderung, aber gut, so sei es. Ich vertraue. Und wir kennen die Geschichte, wir kennen sie. Und dann gingen die Jahre dahin. 25 Jahre, das ist doch kein Sprint. 25 Jahre ohne Sehen, ohne Erleben, ohne einen Realitätsbezug. Umgekehrt, es lief ja alles genau dagegen. Die ganze Biologie lief komplett gegen das, was dieser Gott ihm gesagt hatte. Und dann stehen wir vor diesem Phänomen, nach 1. Mose 21 wird uns ja berichtet, dass tatsächlich dieser Isaak da auf die Welt kam. Ein komplettes Wunder. Gott sagt, ich habe es gesagt, dieser, da hast du ihn. Die beiden leben Toten, Abraham und Sarah, haben dieses Kind tatsächlich geschenkt bekommen. Gott hat seine Verheißungen erfüllt. Fantastisch. Ich kann ihn sehen, ich habe ihn in den Händen. Isaak ist da, es gibt Isaak. Und es gehört zu diesen wunderschönen Momenten, 1. Mose 21. Und aus unserer Sicht wäre an dieser Stelle es gut, wenn die Geschichte zu Ende wäre, nicht wahr? Isaak ist da, alles ist gut, Filmende, Abspann, wunderbar. Aber wir wissen natürlich, dass nach 1. Mose 21, 1. Mose 22 kommt. Und dass dann Gott hintritt zu diesem Abraham und ihm sagten, jetzt opfere mir deinen Sohn Isaak. Was für ein kompletter Irrsinn. Völlig dagegen. Und im Zusammenhang mit dieser Opferung des Isaaks und der Bereitschaft des Abraham, diese Sichtbarwerdung des Glaubens ins Unsichtbare zurückzugeben, ihn zu töten und doch darauf zu hoffen, dass er ihn aus den Toten, Hebräerbrief Kapitel 11, wiederbekommen muss. In diesem Zusammenhang schwört Gott. Darauf bezieht sich der Hebräerbrief. Gott schwört. Hebräerbrief sagt in 1. Mose 22, und das stimmt, da kommt nach der Begegnung mit dieser Opferung der Engel des Herrn auf Abraham zu, indem er der Christus sich zeigt, und sagt dann in Vers 16, ich habe bei mir selbst geschworen, da ist es. Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr.
weil du das getan hast, will ich dein Geschlecht segnen und mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Ich habe bei mir selbst geschworen. Dazu kann Gott ja niemand zwingen. Wer sollte Gott überhaupt zu irgendetwas zwingen? Ist albern. Aber hier tritt Gott auf und Gott schwört. Und der Hebräerbrief sagt uns ja, ein Schwur macht aller Widerrede ein Ende. Ein Schwur ist also eine finale Aussage. Und ein Schwur ist eine Bekräftigung dessen, was ja schon gesagt worden ist. In einem Schwur sage ich auch hoffentlich nichts anderes, als was ich vorher gesagt habe. Sondern ein Schwur bekräftigt und schließt ab. Es ist eine finale Aussage. Und da Gott bei nichts anderem schwören kann, er hat ja nichts Höheres. Er hat ja niemanden, den er nun als Bürger für sich nennen könnte. So wie wir das tun, ich schwöre bei Gott, kann er nur bei sich selbst schwören. Und schafft eine Bekräftigung des Wortes. Es war schon ein Wort, Zeuge 1. Er schafft nochmal eine Bekräftigung im Schwur, Zeuge 2. Wir haben also jetzt eine zweifache Aussage. Und es ist ja unmöglich, dass Gott lügt, dass das nun tatsächlich dir, dem Abraham, zugesagt ist. Und jetzt stehen wir davor und wissen, das, was jetzt Gott dem Abraham geschworen hat, das hat Abraham in seinem irdischen Leben nicht mehr erlebt. Er hat den Isaak noch gehabt. Aber die Erfüllung dieser universalen Verheißung war über seinen irdischen Radius hinaus bei weitem hinausgehend. Er hat nicht die Entwicklung gesehen des Volkes Israel. Er hat nicht die Dimension gesehen, dass der eine Same, der Christus, aus diesem Volk kommt. Er hat das in der Weise in seinem irdischen Rahmen nicht gesehen, was da alles passierte, dass von diesem einen Volk durch den Christus alle Völker gesegnet werden und wie das noch alles weitergeht in die Zukunftsgeschichte. Die Dimension der Umsetzung hat er seinem irdischen Leben nicht gesehen. Dass wir wissen, dass Abraham das jetzt sieht, ist ein anderes Thema. Aber er lebte auf Hoffnung. Und damit ist er natürlich für uns ein ideales Beispiel. Und wieder, ja, tatsächlich holt der Hebräerbrief das raus. Und seht euch doch diesen Abraham an. Seht euch an, was passieren kann, wenn eine Vorerfüllung tatsächlich stattfindet. Isaak. Aber denkt daran, das war nur eine Teil- und Vorerfüllung. Das Entscheidende, Wesentliche hat Abraham seinem irdischen Rahmen, seinem irdischen Leben in keiner Weise wahrgenommen. Und er hoffte auch, siehe Hebräer 11, da steht es ja dann, auf eine ganz andere Stadt, auf eine ganz andere Perspektive. Er schaute ja im Glauben viel, viel weiter. Er lebte also im fast ausschließlichen, noch nicht sichtbaren seinen Leben. Der Isaak, ja, der war da. Aber ansonsten lebte er im noch nicht sichtbaren der Verheißung. So haben wir zu leben. So haben wir zu leben. So habt ihr zu leben, sagt nun der Hebräerbriefautor den Christen damals. Und ich weiß, dass ihr anfangt zu schwächeln. Ich weiß, dass ihr langsamer werdet. Ich weiß, dass ihr merkt, dass eure Kräfte schwinden. Das weiß ich alles, dass ihr müde werdet. Aber jetzt genau deswegen schreibe ich doch euch diesen Brief. Denn ihr habt ja jetzt nicht nur einen Abraham als Modell, sondern ihr habt ja einen ganz anderen, der euch vorangeht. Ihr habt eine ganz andere Figur, die euch vorausläuft. Und deswegen verknüpft er jetzt nicht nur an ein Abraham-Beispiel an, sondern für ihn ist natürlich jetzt neutestamentlich wichtig, uns eine Person vor Augen zu stellen. Eine Person in Erinnerung zu rufen. Eine Person, die jetzt als Leitstern über dem ganzen Leben steht. Und das ist eben Jesus. Hebräerbrief nach Kapitel 12. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Perspektive zum Durchhalten. Auf wen gucke ich? Auf Jesus. Auf Jesus gucken. Warum auf Jesus gucken? Weil Jesus zum einen natürlich ganz eindeutig der Hoffnungsinhalt ist. Er ist der Inhalt meiner Hoffnung. Alles, was meine zukünftige Hoffnung
ausmacht, ist ja mit seiner Person verbunden. Ohne Jesus bin ich gar nichts. Alle meine Hoffnung ist in Verbindung mit Jesus. Weil Jesus in mir wohnt und ich in Jesus bin, gelten alle Hoffnungsinhalte, sind alle verknüpft mit Jesus. Meine Gerechtigkeit mit Jesus verknüpft, meine Sündenvergebung mit Jesus verknüpft, mein ewiges Leben mit, ich kann weitermachen, wir wissen es. Alle Inhalte hängen an dieser einen Person. Nimm die Person raus und christlicher Glaube verliert sich in grauenvoller religiöser Innerweltlichkeit. Und wir merken das an vielen Stellen, im persönlichen Leben und im kirchlichen Leben. Nimm Jesus raus und christlicher Glaube verliert sich in grauenvoller religiöser Innerweltlichkeit. Alle unsere Hoffnung gründet sich auf diese eine Person, alle Inhalte. Und er ist nicht nur unser Hoffnungsinhalt, er ist natürlich auch unser Hoffnungsgrund. Denn der Hoffnungsgrund ist ja etwas, was ich jetzt brauche. Ich brauche ja einen Anker. Und dieser Anker muss ja irgendwo rein, dass er jetzt hält. Wenn der irgendwo im Schlick vor sich hin ist, dann kriegt er keine Haftung. Er muss ja irgendwo hängen bleiben, dieser Anker. Und wiederum ist er nicht nur der Inhalt, sondern er ist auch der Hoffnungsgrund. Nämlich, was hat er mir denn gegeben? Worauf gründet sich denn jetzt diese Hoffnung in Jesus? Und das entdecken wir, die Bibel ist in sich kohärent. Nämlich, wir gründen uns auf die Worte. Er hat es uns ja gesagt. Er hat es uns ja gesagt. Wir stehen wieder genau da, wo ein Abraham am Anfang auch stand, dass Gott ihm das gesagt hat. Und auf das, was dieser gesagt hat, dieser Gott, auf das verlasse ich mich jetzt. Er ist also nicht nur das Inhalt, sondern ist auch der Grund. Es sind die Worte, an denen ich jetzt dranhänge. Die Worte von Jesus. Petrus hat es uns so gesagt, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du hast allein Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Heilige Gottes. Und jetzt stützen wir uns mit allem, was uns ausmacht, auf diese Worte. Du bist unser Hoffnungsgrund, du bist unser Anker. Du bist unser Anker. Deswegen vom Anker, der jetzt gleichzeitig im festen Boden hängen bleibt, bewahrt uns, dass wir wegdriften, dass wir irgendwo landen, dass wir unseren Kurs nicht halten können, dass das Schiff des Glaubens abgedriftet wird und irgendwo, was ich was, in welchen Meeren da versagt, sodass es ganz bewusst da fest bleibt, wo es hingehört. Hoffnungsinhalt, Jesus. Hoffnungsgrund, Jesus. Hoffnungsmethode, Jesus. Und Jesus ist auch dieser Weg, den wir gehen. Er ist der Weg, den wir gehen. Denn in seiner eigenen Person hat er uns das gemacht. Er ist, so heißt, sagt hier der Hebräerbrief, er ist der Vorläufer. Bei Vorläufer hören wir im Deutschen zu wenig. Also in unserer Sprache klingt das zu schlapp. Wenn einer ein Vorläufer ist, dann kommt das Entscheidende erst später. Ja? Also das Vorläufermodell, ja. Also jetzt sind wir weiter. Das ist ja nicht der Gedankengang, sondern wenn hier der Hebräerbrief vom Vorläufer spricht und dieses Wort im Hebräisch, im Griechischen nimmt, dann ist es der Entscheidende. Ohne Vorläufer brauchen wir gar nicht anfangen. Das ist der Gedankengang. Gibt es den Vorläufer nicht, brauchst du nicht loslaufen. Gibt es den Vorläufer, kannst du hinterherlaufen. Das ist der Gedankengang. Er ist also die Umsetzung für mich. Jeden Tag die Methode heißt, Jesus vorauslaufen lassen. Jesus vorauslaufen lassen. Nicht ich laufe in meinem Ganzen, mich aufraffen wieder neu und denke, ja gut, Marathon, Kilometer 22, schaffen wir mal weiter, bei so Zähne zusammen. Nein, ich habe einen Vorläufer, jemand, der mir vorausgelaufen ist, in allem. Er ist in allem der Vorausläufer. An jedem Tag ist er schon der Vorausläufer. Er läuft immer schon vor. Er ist vor euch vorgelaufen, war schon vor euch auf der Höhe, bevor ihr angekommen seid, im Bild. Ja? Ich komme nie vor ihm irgendwo an, sondern ich komme immer ihm hinterher an. Er ist der wegbereitet. Er ist der zeigt, wo es hingeht. Er ist der methodisch mich motiviert. Er ist alles für mich. Er ist alles. Und wenn jetzt der Hebräerbrief sagt, ja, dann ist natürlich das A und O, wenn ich euch motivieren will zur Hoffnung, dann muss ich jetzt euch nicht sagen, ey,
halt noch ein bisschen durch oder sehe es positiv oder wird schon nicht so schlimm werden oder die Hoffnung stirbt zuletzt. Und so. Nein, lass die ganzen Sprüchlein weg. Sondern gründe dich bei der Hoffnung auf diese eine Person. Ja, dein Leben, mein Leben besteht zum größten Teil im noch nicht Sehen des Hoffenden. Ganz eindeutig. Des zu Hoffenden. Ganz eindeutig. Und das gibt meinem Leben und unserem Leben den Geschmack des Wartens. Ja. Was hält mich fest? Jesus als der eigentliche Inhalt. Alles, Herr Jesus, hängt an dir. Jesus als der Grund. Er hat mir Worte gegeben, auf die ich mich stütze. Jesus als die Methode. Er geht mir immer voraus. Und ich laufe ihm hinterher. Und so halten wir unseren Hoffnungsweg durch. Denn dieser Jesus, abschließend sagt das der Hebräerbrief ja, ihr müsst mal sehen, wo der euch vorausgelaufen ist. Der ist euch überall schon vorausgelaufen. Der ist sogar ins, jetzt kommt ja diese Bildsprache, ins Allerheiligste schon reingelaufen. Das heißt, der ist schon euch vorausgelaufen bis in die unmittelbare Gottesgemeinschaft. Im Tempel, die Stiftshütte. Er ist euch da schon vorausgelaufen. Das heißt, ihr dürft mit ihm auch da hineinlaufen. Jetzt schon im Glauben, eingeladen zum Thron der Gnade. Letztendlich aber in der Erfüllung, wenn wir ihm hinterherlaufen, dann auch am Ziel unseres Glaubens ankommen. Hoffnung? Hoffnung ist das entscheidende Gut von uns Jesusleuten. Hoffnung bestimmt uns und prägt uns. Ich bin noch nicht sehend im Glauben auf das, was zu hoffen ist. Hoffnung hängt mit einer Person und einem Namen zusammen, der Inhalt, Grund und Methode darstellt. Der Satz aus dem 1. Timotheus 1, Vers 1, der ist wirklich gut. Jesus Christus ist unsere Hoffnung. Der Inhalt, der Grund und die Methode. Gelobt sei Gott, sagt nachher Petrus, gelobt sei Gott, der uns wiedergeboren hat durch die Auferstehung Jesu Christi zu einer lebendigen Hoffnung. Einer lebendigen Hoffnung. Die ist nicht tot, die ist nicht flusig, die ist nicht leer. Die hat Leben in sich und schafft, dass wir uns immer und immer wieder neu ausrichten lassen, unseren Weg treu in der Nachfolge weiterzugeben. Leben auf Hoffnung, gegründet in Christus. Ich bete. Nein, Herr Jesus, das ist keine Nebensache. Das ist die Hauptsache. Denn wir leben im Glauben und noch nicht im Schauen. Wir sind noch auf Hoffnung. Jeden Tag unterwegs. Und du weißt, wie oft das so widersprüchlich ist zu allem anderen, was sonst in unserem Leben stattfindet. Und wie das manches Mal verblasst und nebensächlich wird und das Sichtbare so reindrückt und dich das Unsichtbare so wegwischt. Und deswegen wollen wir uns das neu zusagen lassen. Und uns neu ausrichten auf dich, den noch nicht Sichtbaren, auf unsere Rettung, auf Hoffnung. Und wir danken dir, dass du uns in diesen Stunden und Tagen neu in unseren geistlichen Augen sichtbar wirst. Dann dürfen wir dich anbeten als den Inhalt der Hoffnung, als den Grund der Hoffnung in deinen Worten. Als die Methode, wir gehen dir, dem Vorläufer, einfach hinterher. Du bist, Herr Jesus, umfassend. Du bist unsere Hoffnung. Amen. Schließen möchte ich mit euch mit einem Lied aus unserem grünen Liederbuch, Lied Nummer 375, sehr eindrücklich, ein Glaubens-, ein Hoffnungslied. Ich stehe in meines Herrn Hand. Thank you.
An dieser Stelle verabschieden wir uns von denen, die mit uns im Livestream verbunden sind, wünschen Ihnen allen eine gute Nacht. Nach unserem Plan sind wir morgen wieder auf Sendung, dann mit der Bibelarbeit von Hartmut Schmid. Auf Wiedersehen.